Es ist noch ein halbes Jahr bis zur Triathlon-Weltmeisterschaft hier in Hamburg. Ein halbes Jahr, das mag manchen lang vorkommen. Wie kurz ist diese Zeit im Gefühl der Deutschen Triathlon-Union jetzt, wo es in die heiße Phase geht? Ja, die Vorfreude ist groß, aber mit der Spannung hält sich das noch etwas zurück. Wir sind da auf einem guten Weg. Wir haben lange Zeit diese Veranstaltung vorbereitet und es wird jetzt von den einzelnen Gruppen die einzelnen Themen abgearbeitet. Also von daher ist ein halbes Jahr auch noch eine ordentliche Zeit, um, sage ich jetzt mal, das zu erzielen, was wir uns vorgenommen haben. Wie läuft das Ganze organisatorisch ab? Wer spielt da eine Rolle? Wir haben den Weltverband, wir haben einen lokalen Veranstalter hier, wir haben die Deutsche Triathlon Union, die auch eine enorme Verantwortung hat in der Veranstaltung. Wer hat da welche Aufgaben? Ja, zunächst mal der Weltverband. Da war das ja in den vergangenen Jahren schwierig, diese Veranstaltung überhaupt hier in Hamburg zu halten. Das ist uns in vertrauensvollen, vielen Gesprächen zwischen Weltverband, Stadt Hamburg und der Deutschen Triathlon Union gelungen, das für die nächsten Jahre abzusichern. Der Weltverband gibt natürlich bestimmte Rahmenbedingungen vor. Das heißt also, er gibt die Formate vor, er gibt die Streckenlängen vor, er gibt also auch die am Ende die Tage vor, wann was stattzufinden hat, unter welcher Beteiligung. Das erfolgt natürlich in gemeinsamer Absprache mit uns und muss dann hier lokal vor Ort umgesetzt werden. Ansonsten haben wir hier eine sehr gute Arbeitsteilung zwischen den Mitarbeitern und Mitarbeitern der Ironman Company, mit denen wir jetzt seit vielen Jahren gemeinsam zusammenarbeiten. Die haben die spezielle Aufgabe, die Wettkampfumsetzung und Organisation professionell auf die Beine zu stellen. Wir sind maßgeblich verantwortlich für das gesamte Rahmenprogramm, auch für die Steuerung der Gesamtveranstaltung, für die ganzen Belange der Sponsoren und sonstigen Institutionen, die hier eine Rolle spielen. Das ist alles Aufgabe von dem Team der Deutschen Triathlon Union. Sind extra für diese Veranstaltung zwei professionelle neue Mitarbeiterinnen, die früher für den Volleyballverband gearbeitet haben, in diesem Veranstaltungsbereich noch eingestellt worden, die zusätzlich jetzt nur für Hamburg hier das Ganze unterstützen. Und dann haben wir natürlich noch so Detailbereiche, wie zum Beispiel die Altersklassenrennen, wo wir eine Extramannschaft mittlerweile haben, die sich darum kümmern, damit diese ganzen Anmeldungen und so weiter dann auch vernünftig kanalisiert werden und die Altersklassenathleten dann auch entsprechend zur Geltung kommen und nicht als Beiprodukt nur gesehen werden. Ne? Also da kümmert sich ein extra Team, die also die Altersklassenathleten im Blick hat und auch dafür sorgen wird, dass die entsprechend mit ihren Wettkämpfen gewürdigt werden und da zu ihrem guten Recht kommen. Du sagtest gerade, der Weltverband gibt die Strecken vor. Jetzt gibt es ja ein Novum hier in Hamburg. Es gibt die Supersprint-Entscheidungen, die über mehrere Etappen mit Vorläufen, mit Hoffnungsläufen und so weiter ausgetragen werden. Wer steckt dahinter, dass sowas Neues da in den Gang kommt? Ist es der Verband? Ist es der Weltverband? Ist es vielleicht der Olympische Verband, das IOC oder ist es das Fernsehen? Also das IOC überlässt das natürlich den Verbänden. Dahinter steckt also in erster Linie natürlich der Weltverband. Ein bisschen anders war es bei der Entwicklung des Team Relay-Veranstaltung. Da ist ja die Initiative von Deutschland ausgekommen, speziell auch von Hamburg, wo wir also gesagt haben, wir würden das ganz gerne für den Weltverband ausprobieren. Und wir haben diese Veranstaltung hier in Hamburg auch immer sozusagen als Test gesehen, neue Formate einfach auszuprobieren, innovativ zu sein, auch die Gefahr einzugehen, dass es vielleicht sich nicht durchsetzt, aber wir glauben also, dass diese kürzeren Strecken das Ganze noch spannender machen, ähnlich wie bei dem Team Relay. Und wir haben das ja auch in anderen Sportarten gesehen, insbesondere im Skisport, dass das dazu beigetragen hat, dass auch die Fernsehanstalten darauf eingegangen sind. Es ist jetzt nicht so, dass die Fernsehanstalten zu uns gekommen sind und das von uns gefordert haben, in dem Fall, aber sie begrüßen, wir sind mit denen auch in engen Kontakt, sie begrüßen, dass wir diesen Weg gehen und gehen diesen Weg mit. Und jetzt wollen wir mal sehen, was in diesem Jahr, wie das ankommt, sowohl bei den Zuschauern als auch nachher im Fernsehen. Vor der WM ist die EM, die hat im letzten Jahr in München stattgefunden. Was hat man aus München gelernt und kann es hier nach Hamburg übertragen? Naja, München war für uns oder auch für mich so eine Art
ja, Umsetzung eines Traums, will ich mal sagen. Ich hatte ja in meiner früheren Präsidentschaft schon mal für 1999 die Weltmeisterschaft nach München geholt und hatte so die Idee, wir gehen von dem traditionellen Olympiagelände, führen wir die Sportart zum ersten real-olympischen Wettbewerb nach Sydney. Das ist ja damals torpediert worden, indem man die WM zurückgegeben hat aus Kostengründen. Jetzt hatten wir die Möglichkeit, Triathlon einer Weltbühne zu präsentieren. Und das ist ja extrem gut angekommen bei den lokalen Zuschauern, als auch im Fernsehen, als auch bei unseren Athleten. Und wir haben noch nie so positive Rückmeldungen von den Gastländern bekommen, von den Gastländern aus Europa, wie für diese Veranstaltung. Sowohl von der sportlichen Ablauf, als auch von der Gastfreundschaft, die wir dort gezeigt haben. Das war, glaube ich, eine gute Sache für Deutschland und für die Triathlon-Union. Jetzt haben wir EM gehabt, WM, höher geht eigentlich nur Olympia. Ich glaube, es ist ein bisschen wahrscheinlicher geworden, dass diese Strecke tatsächlich einmal eine Olympiastrecke sein könnte wieder. Ja, das sind lange Wege, um in das olympische Programm zu kommen. Da muss ich die Euphorie etwas bremsen. Es hat schon lange gedauert, um überhaupt Triathlon ins olympische Programm zu bringen. Ich meine jetzt konkret die Hamburger Strecke hier. Wie? Ja, das weiß ich. Ja, sag mal, wenn es die Frage darauf abzielt, Hamburg zur Olympiastadt zu machen, weiß ich nicht, ob ich das noch in meinem Leben erleben werde. Also zunächst mal gehört ja da mehr dazu. Deutschland ist 7-mal gescheitert, das darf man nicht vergessen. Es hat keine eine vernünftige Analyse stattgefunden, weshalb wir da gescheitert sind. Das ist erstmal die Basis, um sagen wir, erfolgreich sich um so eine Sache zu bemühen. Das finde ich schade. Ich stehe hinter dem Gedanken, wie insbesondere die stand ich ja begeistert hinter der Bewerbung von Hamburg. Die Gründe, weshalb das gescheitert sind, sind zwar nicht analysiert im Detail, aber sind natürlich vielen bewusst. Ob wir in der Lage sind, als Gesellschaft das nochmal vernünftig anzugehen, das muss die Zukunft jetzt zeigen. Ich würde mich natürlich riesig freuen, das nochmal zu erleben und wäre natürlich toll, wenn das hier in Hamburg stattfinden könnte. Ja? Die Überlegung ist ja vielleicht, Berlin und Hamburg gemeinsam antreten zu lassen. Wo wäre der Triathlon besser aufgehoben? Wir haben ihn ja auch schon vor dem Olympiastadion in Berlin gesehen oder hier in der Hamburger Alster. Naja, das ist ja ganz klar, dass man bei einer Bewerbung, will ich mal sagen, um Berlin nicht drum herum kommen wird, wenn man sich international durchsetzen will. Und auch weil jetzt, sagen wir mal, viele Voraussetzungen natürlich hier in Hamburg jetzt durch diese Ablehnung nicht mehr gegeben sind. Sage ich jetzt mal, die Triathlon-Präsentation hier, die ist natürlich von den Möglichkeiten vor dem Rathaus nicht zu toppen, das ist ja ganz klar. Jetzt haben wir viel über die allergrößte Spitze gesprochen, aber Hamburg steht ja auch für die Breite. Warum sollte ich als Age-Grupper entweder im WM-Feld oder im Jedermann-Feld hier in Hamburg starten Mitte Juli? Weil das einfach insgesamt eine tolle Atmosphäre ist. Und es ist nun mal außergewöhnlich, dass man mitten in der Stadt solche Bedingungen hat, dass man also hier diese Sportart in dieser Form betreiben kann. Das ist einmalig und dieser Flair mit diesen ganzen Zuschauern, das muss man einfach mal mitgemacht haben. Ja, und ich glaube auch und bin fest davon überzeugt, dass die Hamburger Bevölkerung da auch wieder zu der Veranstaltung zurückkommt. Das war jetzt durch die Pandemie doch erheblich reduziert. Aber mit dieser WM habe ich die Hoffnung, dass wir wieder zu dieser Beteiligung zurückkommen. Ja, die Hoffnung teilen wir gerne. Vielen Dank, Martin Engelhardt.